Die Fracht so schwer wie 3000 Kleinwagen. Du musst natürlich auch viel aufpassen. Jetzt hast du einen Anhang dran, das ist ein sehr schweres Gewicht. Rohre für Windkraftanlagen. Die Ausmaße gigantisch. Wir sind schon 30 Meter, 31 Meter knapp lang. Da ist dann nicht mehr viel Platz. Das Wasser kommt jetzt dem ganzen Schleppzug entgegen. Sie fahren bei Tag und bei Nacht. Wir drehen doch nicht nach Norden. Was macht er da in der Position? Verstehe ich nicht. Frag ihn mal. Es wird gut gehen. Irgendwie schaffen wir das schon. Ein Schwertransport auf dem Wasser. Von Rostock nach Cuxhaven. Fünf Uhr morgens. Einsatzbesprechung am Rostocker Seehafen. Udo Woser und sein Team müssen heute gut 3500 Tonnen Fracht verladen. Die Arbeitsaufgabe ist, glaube ich, allen bekannt. Die Schwimmwesten müssen zugemacht werden, wenn wir bei der Operation sind. Brillen sind zu tragen und langärmlich. Jeder guckt, dass alles so abläuft wie immer und nicht eine besondere Gefahr mit im Weg ist. Hast du noch was, Harold? Ihr wisst, alle von euch, jeder von euch hat das Recht, seht ihr eine gefährliche Situation, die Aktion sofort zu stoppen. Ansonsten wünsche ich euch und uns ein sicheres Gelingen. Und dann lasst uns anfangen. Wir machen hier Schwerlasttransport. Und jeder Fehler, der hier ist, kann zu schweren Verletzungen führen, wenn nicht sogar zum Tod. Drei Rohre müssen die Männer verladen. Jedes 8 Meter hoch und 80 Meter lang. Länger als jedes Passagierflugzeug. Die riesigen Rohre sind das Fundament einer Offshore-Anlage. Nur ein Spezialfahrzeug kann sie bewegen. Alle 500 Räder lassen sich einzeln steuern. Für den Megatransport müssen die sogenannten Monopiles auf eine schwimmende Plattform, den Ponton. Warte mal. Bisschen langsamer bitte, Anton. Wie bitte? Langsamer. Ja, ist okay. Mach langsamer. Anton, du kannst A und B ein bisschen runterlassen, bitte. Die Brücke ist nur wenige Zentimeter breiter als der Transporter. Um auf engstem Raum zu korrigieren, müssen die Männer besonders langsam fahren. Also wir müssen jetzt hier gucken, da sieht man es gerade ganz gut. Es gibt so ein paar Teile, die am Fahrzeug relativ tief hängen. Und die, wenn man nicht aufpasst und das Fahrzeug nicht die richtige Höhe hat, auch an der Rampe hängen bleiben könnten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass hier jemand in der Nähe sitzt und diese kritischen Punkte mit im Auge hat, genauso wie die Höhe der Rampe. Die darf auf keinen Fall die Kaikante berühren. Für die Fahrt auf hoher See muss die Ladung Wind und Wetter standhalten. Christian, du siehst hier außen die Markierung, da muss er hin. Im Ponton befinden sich 27 Wasserkammern. Sie sollen dafür sorgen, dass die schwimmende Plattform nicht umkippt. Stellen Sie sich den Ponton vor wie eine Wippe. Jetzt ist hier Last drauf und damit das gleich bleibt, ist jetzt Wasser in den Tanks. Da drüben. Ja, auf der Außenseite, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Da ist jetzt Wasser drin, damit der Ponton im Nulllevel bleibt. Nach knapp 16 Stunden ist es geschafft. Für die Crew ist der Job erledigt. Sicher und im Zeitplan. Ab morgen übernehmen zwei Schlepper den Schwertransport auf dem Wasser. Der Schwertransport startet in Rostock, fährt einmal quer über die Ostsee Richtung Kiel und durch den Nordostseekanal. Der vielleicht schwierigste Abschnitt, die Elbe. Das Ziel ist Cuxhaven. Geplante Fahrzeit knapp 30 Stunden. Die Fahrt beginnt am nächsten Nachmittag mit 2 Stunden Verspätung. Dabei kostet jede Minute Tausende Euros. Der Schleppzug muss wie ein Flugzeug auf eine Starterlaubnis warten. Die schwimmende Plattform hat weder Motor noch Lenkrad. Der vordere Schlepper zieht den Ponton, der hintere bremst ihn ab. Um Kurs zu halten, müssen sich die Kapitäne beider Schiffe ständig abstimmen. Felix Montenegro hat das Oberkommando über den auch für ihn besonderen Transport.
Der Unterschied ist zu anderen Schiffen ist natürlich, hängt von den Antrieben ab. Ein Schlepper ist viel wendiger, viel schneller in der Reaktion, muss natürlich auch viel aufpassen. Jetzt hast du einen Anhang dran, ist ein sehr schweres Gewicht. Damit die Schlepper sicher aus dem engen Hafen kommen, erhalten sie wie ein Schwertransport auf der Autobahn Begleitschutz. Lotsen führen sie zwischen Schiffen, Booten, Seglern und Surfern in die offene See. Natürlich sind Menschen, ne? Da musst du schon aufpassen, aber eigentlich müssten sie aufpassen und nicht da direkt am Fahrwasser am Markieren sein. Ich bleib so in dem Kurs mit der Geschwindigkeit. Alles klar. Ab jetzt sind die Schlepper auf sich allein gestellt. Die Mannschaft auf dem hinteren Schlepper, Kapitän Andreas Strößenreuter und Maschinist Bodo Kück. Gemeinsam arbeiten sie mit Matrosen und Steuermann im Schichtbetrieb. Im Moment benutzen wir das Seil, um den Schlepper in Schub anzuspannen. Das geht hier durch, hier um den Galgen rum, um diesen Poller und geht dann da zum Ponton hin. Da ist das in einem hochfesten Draht eingeschäkelt für 120 Tonnen. Und weil man nichts nur an einem Punkt aufhängen kann, braucht so ein Schlepper, um in den Schub zu gehen, drei Punkte. Vorne und zwei Achtern, dass ein Dreieck entsteht, immer wieder. Denn Dreieck ist das Stabilste, was es gibt. Bodo kontrolliert zusammen mit Matrose Robert regelmäßig das Schiff. Wieso? Guck mal hier, der bewegt sich nicht. Und der muss. Ja, hat da schon ein bisschen Salz gekriegt. Der hat schon ein bisschen Salz gekriegt. Größere Pannen an Bord müsste die Mannschaft selber reparieren. Hilfe auf hoher See kann dauern. Das ist unsere Sicherheit. Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen, muss alles funktionieren. Das ist der Hauptaspekt. Sicherheit. Und damit es nicht kaputt geht. Aber Sicherheit. Wenn irgendwas passiert mit der Maschine, die fällt aus und wir haben keine Kontrolle mehr, muss der Anker innerhalb von 2 Minuten zu Wasser sein, dass wir uns wenigstens halten am Platz. Das nennt man Notankerung. Und ich denke, kein Mensch spielt gerne mit seinem eigenen Leben. Für den Schwertransport hatte das Team über Monate das Wetter im Blick. Nur wenn es sturmfrei ist, dürfen die Männer fahren. Je nach Wetter auf hoher See muss Kapitän Montenegro Seil ablassen oder einziehen, damit der Ponton nicht außer Kontrolle gerät. Der Draht ist so schwer, dass er zum Ziehen gar nicht gespannt sein muss. Man muss so viel Schleppdraht loslassen, dass in der Mitte, ist ja, dass der Schleppdraht nie aus dem Wasser peitscht. Nämlich sonst kommt die ganze Kräfte, die ganze Bollardpull vom Schlepper, kommt dann auf beiden Extremen, ne, und agiert dann nur auf 2 Schäkel. So haben wir natürlich einen Durchfall vom Draht und der agiert, als ob es eine Dämpfung, eine Dämpfung von der ganzen Energie wäre. Ne? Und so sind wir auf sicheren Seite. Natürlich, sobald das Wetter schlimmer wird, muss man noch mehr Draht loslassen. Damit, wenn der Ponton in die Wellen eintaucht, kommen natürlich auch andere Kräfte ins Spiel. Ne? Und dann muss man immer, wie gesagt, der Draht muss immer unter Wasser liegen. 2/3 vom Draht müssen immer unter Wasser sein. Das ist eine Generalregel so in der Schlepperei. Ne? Die Schlepper fahren die ganze Nacht. In 12 Stunden durchqueren sie die Ostsee und erreichen die Schleusenanlage Kiel-Holtenau. Später als geplant. Die Verzögerung bei der Abfahrt konnten sie nicht mehr aufholen. Der nächste Morgen. Nach Sonnenaufgang tummeln sich die Schiffe an der Schleuse. Jetzt heißt es, hinten anstellen und noch mehr Zeit verlieren. Du musst ja von der Schleuse jetzt raus und dann fahren die beiden Kleinen, die hier vor uns Backbordseite sind, die da hinter der Roten liegen, die gehen zuerst rein. Da kommen 6 Schiffe noch mehr hinter uns. Die warten dann auch hier irgendwo in der Zone. Ja, und wir mit den Rohren hinten dran. Ne? Man ist schon am Fluchen, wenn man hier ankommt. Nein, ich meine, wer es nicht kennt und so als Tourist ist, ist sehr hübsch. Ja, ja. Schwänchen,
Entchen. Es ist wirklich, ist bukolisch. Hat richtig so. Zum Fahren ist es nicht so bequem. Im Nordostseekanal herrscht Nachtfahrverbot für Schleppzüge. Wenn es hier nicht pünktlich losgeht, müssten die Männer später schlimmstenfalls im Kanal übernachten. Die Schleusenaufsicht hat das Sagen. Schleppverband Gruppe 6, Wolf 7 und Anhang über 5004,70 Meter, dann geplant freie Fahrt. Ende der Durchsage. Okay, Andi, kannst die Bremse lassen, ja? Wir fahren langsam weiter. Alles klar, schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Schwertransport wird vorgelassen. Jetzt muss der Riesenkoloss noch durch die enge Schleuse. Sag Andi, er soll ihn noch ein bisschen laufen lassen. Langsam, ja? Andi, lass mal bitte langsam laufen. Andi, wir gehen noch 10 Meter voraus. Und wir gehen noch 10 Meter voraus, alles klar. Bei einem solchen Manöver krachte Anfang 2018 ein Frachter ins Schleusentor. Der Schaden 20 Millionen Euro. Oh, Michael, Schlepperlänge brauchen wir noch. Andi, bist du drin, ne? Wir sind drin. Hänger, Bus fest, die Achterleine. Hm? Gut, dann die Achterleine fest. Und aufstoppen und Achterleine fest. Eine gute halbe Stunde braucht die Schleuse, um den richtigen Pegel zu erreichen. Erst dann können Schiffe passieren. Moin Moin, Kapitän Wachholz, der Lotse. Grüß Sie. Lotse, Felix. Carsten Wachholz kennt sein Revier in- und auswendig. Schwertransporte dieser Größenordnung dürfen nur mit einem Lotsen durch den Kanal. So. Was hatten Sie Tiefgang, Kapitän? 4,70 Meter. 4,70 Meter, okay. Das ist der maximale. An den engsten Stellen ist der Kanal gerade mal 100 Meter breit. Damit die großen Schiffe überhaupt aneinander vorbeikommen, gibt es wie auf der Straße Packbuchten. Wir können uns hier nicht mit allen Schiffsgrößen begegnen auf der Strecke, deswegen gibt es verschiedene Weichen. Wir sind Verkehrsgruppe 6, die größte Verkehrsgruppe im Kanal, die zugelassen ist. Wir haben jetzt zwei Entgegenkommer hier im Nordhafen, die Astro Sprinter und die AS Coleman. Wir sind schon 30 Meter, 31 Meter knapp lang und der Entgegenkommer auch 30 Meter, ne, da ist dann nicht mehr viel Platz. Für den Schleppzug heißt es immer wieder warten und Vorfahrt gewähren. Doch der Wettlauf mit der Zeit wird für die Männer nicht die einzige Herausforderung. 70 Kilometer weiter am Zielort wartet schon das nächste Problem. Cuxhaven. Schlechte Sicht, das kam nicht so gut an, das war sehr leise. Also die Sicht ist nicht gut, ne? Die Sicht ist nicht gut, sonst würde ich mich nicht melden. Nebelalarm in Niedersachsen. Den Schiffsverkehr an der Elbmündung steuern Experten der Verkehrszentrale Cuxhaven. Für den Schwertransport gilt, mindestens 2 Kilometer Sicht sind Pflicht. Jetzt ist es so ein bisschen an der Kante. Hier ist es gut, hier ist es eigentlich gut, hier ist es ein bisschen schlechter. Das kann sich schnell ändern, wenn die Temperaturen absacken oder wenn der Wind nachlässt oder sowas. Aktuell weiß man das nicht so genau. Nicht? So richtig gut ist es nicht. Gucken wir mal. Ne? Aber verminderte Sicht besteht noch in Cuxhaven, oder? Hier. Okay. Ab hier ist gut. Ja. Ab der Kugelbarke. Ne? Okay. Bei Nebel darf der Schleppzug erst gar nicht in die Elbe einfahren. Dort wäre er eine Gefahr für andere Schiffe. Das ist so, wie wenn Sie jetzt im Straßenverkehr fahren mit Ihrem Auto. Und dann auch bei Nebel fahren, das sehen Sie ja auch deutlich weniger. Und dann ist es eben nicht so sicher, wie wenn Sie auf idealen Bedingungen fahren würden. Ob die Schleppermannschaft ihre Reise fortsetzen darf, entscheidet Florian Schulze. Er trägt die Verantwortung. Ja, hallo, Cuxhaven Elbe Traffic. Ich sehe hier noch vor Brunsbüttel vorm Hafen den außergewöhnlich großen Schleppverband zusammen mit Wolf 7 und Wolf 4 stehen. Ich habe im Revier Elbe keine Sichtweiten von 2000 Meter mehr, die sind unterschritten. Wir müssten den dann aufstoppen und der soll bitte nicht kommen.
die Auflagen sind nicht erfüllt. Leiten Sie das weiter an das Gespann und dann auch an den Makler, bitte. Ja, okay, alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Schlepperband läuft erstmal nicht in die Elbe ein. Und ich melde mich bei Ihnen bei Sichtverbesserung. Dankeschön, gute Wache, tschüss. Die Schlepper hoffen, dass sich der Nebel auf der Elbe verzieht. Bis dahin bleibt ihnen nichts anderes übrig, als abzuwarten. Los, Bodo, lass uns Abendbrot essen gehen. Ja. Selbstgefangene Dorsch. Und? Letzte Nacht haben wir den zusammen gefangen. Naja, gut. Ich. Das ist ja eine gute. Wenn ich Zeit habe zu Hause, dann fange ich ja meine Fische selber, weißt? Dann kannst du, besser geht dann nicht, ne? Ja. Kapitän Andreas war früher in der Fischerei tätig. Seit 20 Jahren fährt er Schlepper. Maschinist Bodo ist erst seit 4 Jahren mit an Bord und war schon in der ganzen Welt unterwegs. Ich habe eine Frau. Kinder habe ich nicht. Hat nicht sollen sein. War nicht, aber meine Frau, die ist damit groß geworden. Die habe ich kennengelernt in der Seefahrtschule. Die wusste, was Seefahrer heißt. Und die ersten Jahre bin ich ja 4 Monate auf See gewesen, am Stöcker. Natürlich gehört Familie dazu. Einige können das, andere wieder nicht. Ich bin auch geschieden, aber ich habe jetzt eine Lebensgefährtin. Das ist so. Und 90% der Ehen gehen kaputt, wenn der Mann aufhört mit der Seefahrt. Da kommt noch dazu. Was bist du schon wieder hier? So, ich gehe mal hoch, dass Markus ins Bett kann. Ja. Gute Wache, Andreas. Alles klar, dann bis später, ne? Jo. War lecker. Danke. Fisch war super, also echt. Gut gemacht. Das war richtig lecker. Das kann so weitergehen. Hier ist meine Koje. Chief Engineer, kann man da lesen. Lagerkoller gibt's nicht. Man hat einen Schreibtisch, man hat Fernsehen. Heute die meisten Menschen sind, ich habe Bücher mit. Ich bin gerade mal wieder angefangen zu lesen. Die müssen wir auch noch mal ein bisschen aufschütteln. Noch eine Stunde bis zur Elbe. Die Männer hoffen auf gute Sicht. Den Schleppverband leitet die Verkehrszentrale Cuxhaven durch die Elbmündung. Viele der jährlich 65.000 Schiffe in der deutschen Bucht sind auch hier unterwegs. Sie haben Schiffe, die wollen nach Hamburg fahren. Sie haben natürlich auch Dutzende Schiffe, die die Abkürzung nehmen von der Nordsee in die Ostsee über den Kielkanal. Hamburger Hafen selber auch. Hat Anläufe. Sie haben Anläufe im Ölhafen Brunsbüttel. Sie können mit dem Gastanker nach Bützfleth fahren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Selbst ja auch Schiffe, die nach Cuxhaven fahren, Roro-Schiffe, kommen ja auch noch hinzu. Und dann summa summarum sind das dann schon einige Verkehrsteilnehmer, die hier gleichzeitig den Fluss befahren wollen. Und jeder möchte sicher ans Ziel kommen. Ne? Ja. Der Schleppzug wartet inzwischen in Brunsbüttel auf den entscheidenden Anruf der Verkehrszentrale. Cuxhaven, Elbe-Traffic, hallo. Und zwar folgendes, also die Sichtweiten sind bei mir ausreichend. Die Nebelradarberatung würde auslaufen. Nee, dass sie dann auch im Bilde sind, soll der sichere Passage nach Cuxhaven nichts entgegensprechen. Ja, ist alles später geworden, ne? Gute Wache noch, tschüss. Die Schlepper dürfen gleich auf die Elbe. Dort sind Schiffe Ebbe und Flut ausgesetzt. Womöglich der schwierigste Streckenabschnitt. Also wir haben hier einmal so den Bildschirm hier. So, da sehen Sie ja dann einmal, da sieht man einmal Cuxhaven-Stäubenhöft. Ja, der Pegel, der steigt schon wieder hier. Ne? Ja, dem kommt die ganze Flut jetzt entgegen. Ne? Also sprich mal jetzt so, dass man das vielleicht auch mal jetzt nicht nautisch betrachtet. Ne? Das Wasser kommt jetzt dem ganzen Schleppzug entgegen. Das heißt, er muss ja jetzt mit seiner ganzen Kraft und Fahrt und was er jetzt eben hat, gegen die Gezeiten ankämpfen. Und logisch, dann ist er natürlich jetzt langsamer unterwegs. Sie dürfen halt nicht zu langsam werden, ne? Weil sonst kommen sie nicht mehr voran. So, die Schleuse geht auf. Jawohl, danke, gute Wache. Jo, danke.
Gut 27 Stunden stecken den Schleppern bereits in den Knochen. Eigentlich wollten sie schon fast am Ziel sein. Doch die Flut wird jetzt von Stunde zu Stunde stärker. Naja, ist ja ein Fluss, ne? Ist ein Fluss. Ich kannte das früher auch nicht. Ich meine, ich kannte schon Strömungen und so, aber solche Reviere mit so starken Strömungen kannte ich auch nicht, ne? Und die sind ja wirklich, da hast du nur die Tide. Das einzige Problem hier auf der Elbe ist die Tide, ne? Die wechselnde Tide und wie stark sie ist, ne? Und die baggern ja noch weiter und da wird die Strömung immer stärker. Und als ich kam vor 8 Jahren, war die Strömung vielleicht manchmal 3 Knoten, 3,3, 3,5. Jetzt haben wir manchmal Tage, naja, die kommen 4,5 oder 5. Und das ist schon, naja, extrem, ne? Auch auf der Elbe sind Lotsen Pflicht. Wollen Sie noch einen Kaffee, Herr Lotse? Ich habe noch einen halben, danke. Oh, okay. Können wir nur noch ein bisschen Gas geben, aber wir sind, glaube ich, schon am Anschlag. Ja, nee, viel mehr will ich mit dem Hofessen Hanebrot jetzt nicht geben. Ja, richtig. Er schiebt schon mit beiden Maschinen mit. Okay, gut. Der Schwertransport kommt nur im Schritttempo voran. Ja, im Endeffekt ist die Verantwortung meine von der ganzen Sache. Wenn was schief geht, der Köpfchen, der im Spiel ist, hier ist meiner. Und das macht keinen Spaß, ne? Aber es wird gut gehen. Irgendwie schaffen wir das schon. Knapp 3 Stunden später ist Cuxhaven in Sicht. Um gleich anzulegen, muss der gesamte Schleppzug einmal drehen. Mitten auf der Hauptverkehrsstraße. Da war ganz schön Strom hier, ne? Oh, der Wind ein bisschen zugelegt. Wo kommt der Scheiß her? Hat er gar nicht angesagt. Soll ich umspannen? Besser ist wohl, ne? Rückwärts wird das wohl nichts werden, ne? Weiß ich nicht. Glaubst du, du kriegst ihn so gestoppt im Schub? Gestoppt vielleicht ja, aber gegen Strom kriege ich ihn wahrscheinlich nicht irgendwie noch vorwärts, ne? Das ist, glaube ich, besser, wenn wir das so machen, bevor wir irgendwelche Experimente anfangen. Nee, Andi, daher. Nee, Experimente keine. Nee, ich dachte, ja, dass du ihn so, bremsen könntest. Wenn wir ankommen am Liegeplatz, wir kommen so und drehen, das ist der Liegeplatz. Und dann drehen die, weil da läuft die komplette Flut schon mit. Also ja, das Problem ist nachher, wenn wir schon in der Nähe vom Liegeplatz sind, hier liegt nämlich der andere Ponton, wir haben nicht so viel Platz. Gestoppt kriegt er ihn schon so gegen die Flut, bloß dann kriegt er sehr schwer den Arsch vom Ponton an die Pier. Das Problem wird der Arsch, weil die Flut, sobald die Keule hier nimmt, will ich den Ponton immer öffnen, ne? Das Problem ist ja, dass er ihn schön an die Pier kriegt. Erst wenn die Elbe frei ist, können die Kapitäne ihren Schwertransport wenden. Cuxhaven Elbe-Traffic, Wolf 7. Ja, Wolf 7, Cuxhaven Traffic. Ja, Namen nochmal. Wir werden jetzt langsamer und dann wird Wolf 4, das ist der 8er-Schlepper, gleich umspannen und da bräuchten wir ein bisschen Rücksichtnahme, ne? Jo, wird sowieso mit aufgeschreit, aber nicht so trotzdem, wir wissen Bescheid, alles klar, danke. Ja, okay. Ja, dass da nicht einer von hinten oder von vorne kommt und hier so einen Schwell macht, dass uns die Leinen reißen, ne? Deswegen sagen wir den Bescheid, den Schiffen, die jetzt vorbeifahren, dass sie ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Für das letzte Wendemanöver müssen beide Schlepper den Ponton gleichzeitig steuern. Jede kleinste Bewegung muss synchron ablaufen. Okay, also du ziehst nach Süden und wenn wir am Süden sind, dann ziehen wir zum Platz hin. Ja, genau so machen wir das. Okay. Jetzt hinfahren, ne? Ja, okay. Ja, alles klar, wir ja, klar. Wir drehen ihn doch nicht nach Norden. Was macht er da in der Position? Verstehe ich nicht. Frag ihn mal. Ja, wir sind soweit. Frag ihn mal bitte, Spunz. Zum also drehen wir jetzt das ganze Ding über Steuerbord, ist das richtig?
Ja, ich bin ja jetzt vorne, also drehen wir jetzt über Steuerbord. Ja, toll. Dann müssen wir ein bisschen weiterfahren. Guck mal, wo wir die Tonne von der Medenrede her haben. Was für ein Scheiß ist das denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht, wo wir da lang fahren. Ja, dieser eine hört. Sag ihm mal zuerst, wir müssen dann ein bisschen mediger kommen. Ja, ja, hier wollen viele Leute, was überhaupt nicht abgesprochen war. Weißt du, das ist das Problem hier. Weißt du, hier sind alle freie Denker. Hier. Zum Kotzen ist die scheiß Mist hier. Guck mal, Andi, mit diesem Manöver jetzt habe ich keine Chance mehr, als direkt auf die Pier jetzt zu steuern, ja? Lass ihn jetzt erstmal vorbei und dann ziehe ich ihn parallel zu den Anlagen. 3500 Tonnen Last. Dazu die starke Strömung. Eigentlich müsste sich der Ponton direkt hinter dem Schlepper befinden. Die Schlepper brauchen Hilfe. Wir fahren gegen die Pier, aber leicht gegen die Flut. Nämlich die schiebt uns sehr gewaltig. Und die ziehen jetzt ungefähr so einen 45 Grad nach hinten und an die Pier. Und jetzt kommt die Wohl 4 noch mitschiffs und hilft den Ponton. Bin ich dran und fange an zu drücken. Jo. Okay, vielen Dank. Ein dritter Schlepper kommt dazu. Er drückt den Ponton Richtung Pier. So ist die Geschwindigkeit perfekt. Wir laufen ein bisschen nach vorne und schön ganz langsam an die Pier. So muss es weitergehen. Ja, aber wir müssen den 7 da erst zwischen rausfummeln. Wir brauchen. Oh, die 8 geben wir alles. Wir geben alles. Nur noch wenige Zentimeter. Lukas, kannst du uns schon mal bitte einen Festmacher hier vorne auf den Poller schicken? So können wir den Vorläufer schon mal festmachen vorne an der Schnauze. Und dann ist alles ruhiger, bis der Ponton mindestens 2 Leinen schon mal hat, ja? Ja, ist gut. Nur so weit wie geht. Alles klar. So wäre gut. Es ist geschafft. Um 2 Uhr nachts ist der Schwertransport am Ziel. 6 Stunden später als geplant. Doch das Wichtigste, Mannschaft und Fracht sind sicher angekommen. Andi, vielen Dank für alles. Wir sehen uns da, ja? Vorhaben. Ja, wir sehen uns gleich. Ich komm noch mal rüber. Ja, bring ein bisschen Kaffee mit. Alles klar. Entspannt. Auf die warme Dusche jetzt gleich. Und aufs Bett. So klar. Mit morgen geht's ja wieder weiter. Dann müssen wir alles wieder vorbereiten, alles da, das Schiff aufklarieren, sauber machen alles. Und morgen kommt Sturm, 4 Tage. Da ist immer was zu tun. Ich meine jetzt schleppermäßig. Also, aber jetzt fühle ich mich sehr gut. Jetzt ist es entspannt. Jetzt fahren wir nach Hause.